Leider ist es manchmal auch Zeit, dass Brettspiele ausgemistet werden. Und manchmal kann man das gar nicht so leicht selber entscheiden. Deswegen haben Thomas und ich jeweils fünf Spiele dabei, wo wir uns nicht sicher sind, bleiben die in der Sammlung oder müssen die vielleicht gehen. Das sind auch Brettspiele, die nicht unbedingt schlechte Spiele sind. Teilweise auch schon ziemlich lange in der Sammlung, die man gerne gespielt hat. Aber aus irgendwelchen Gründen ist vielleicht Zeit, dass die jetzt gehen müssen. Und Thomas, ich bin sehr gespannt, was bei dir da am Wackeln ist. Ja, das ist, glaube ich, der perfekte Moment, um über dieses Spiel nochmal zu sprechen. Äh, der perfekte Moment passt thematisch natürlich auch. Mhm. Ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ne? Ja. Und äh, der perfekte Moment ist im Endeffekt so ein Logikrätsel, muss man sagen. Ja? Also wir äh, versuchen Leute um einen Tisch zu gruppieren, um das perfekte Foto zu machen. Und der Gag ist natürlich, dass wir diese Informationen, die wir kriegen, die müssen wir irgendwie gut... Äh, einbauen, damit wir die Leute da irgendwie gruppieren und am Ende machen wir auch tatsächlich ein Foto und das ist dann auch die Grundlage der Wertung. Es kommt damit zu so total schönen äh, durchsichtigen Standys, die wir da irgendwie alle um diesen Tisch herum, ähm, platzieren. auf der Rückseite sieht man das auch noch mal. Und ähm, es gibt so ein paar Sachen, die haben mich mechanisch irgendwie nicht so richtig überzeugt, wo ich sage, da, da kann man manche Sachen gar nicht deduzieren und manche Sachen schließen sich dann auch schon so aus, äh, so per se. Das fand ich ein bisschen schade. Und ich muss ganz ehrlich sagen der Gag war dann irgendwann auch weg. Also die ersten ein, zwei Mal war das richtig cool. Und äh, ach was, wir machen da echt noch ein Foto hinterher. Aber ich habe so das Gefühl, ich bin damit jetzt irgendwie durch. Und ich habe jetzt gar nicht so das Interesse, das nochmal zu spielen. Und äh, denke, da kann man auch andere Leute vielleicht irgendwie glücklich machen, die dann auch den perfekten Moment mal erleben mit dem mhm. Spiel. Hast du es schon gespielt? Ja, ja. Es klingt jetzt nicht nach Wackelkandidat, ist eher eine safe Sache, dass der eigentlich gehen muss, ne? Ich glaube schon. Ich würde das dann mhm. glaube ich nur noch behalten, irgendwie um es anderen Leuten zu zeigen, wie, wie cool diese Idee ist und vielleicht noch ein paar Fotos damit zu machen. Aber spielerisch reizt mich tatsächlich nicht mehr so sehr. Ich glaube auch der Dauerbrenner wird dann eher crypted. Also wer Bock hat auf Deduktionsspiele, ich glaube da ist crypted einfach der, der Dauerbrenner dann an der Stelle, den man eher auf den Tisch bringt. Ja. Oder das gute alte Uluru, wer das noch kennt. Äh, cool. Das ist ja auch so ähnlich. Da musste man so komische australische Vögel irgendwie so gruppieren. Ähnliches Prinzip, nur mit weniger Items, die man da hat. Ja. Ich so. leg's mal rüber auf den Stapel. Wird ziemlich sicher gehen. Ja. So, bei mir ziemlich sicher gehen wird Agent Undercover. Alter, wehe. Wehe, du haust es raus. Da komme ich persönlich <laughs> vorbei. Ich habe dir das einmal schon von deinem Auszugsstapel genommen und hab's in dein Regal wieder zurückgestellt. Hast du das überhaupt, äh, ja, hast du ja. das bemerkt? So, wer das nicht gesehen hat, der muss das Verrätervideo gucken. <laughs> bis zum Ende. Es gibt Leute, die haben das nie bis zum Ende geguckt. Leute, wir bauen Gags am Ende ein. Ihr müsst die Videos bis zum Ende gucken. <laughs> Nee, das, aber das haust du nicht wirklich raus, oder? Es war ja schon mal auf den wird verkauft Stapel, dann hast du es wieder zurückgeholt. Ähm, ja. Ich habe das Gefühl, wir müssen es irgendwann mal spielen. Der ja. ähm, Daniel hat einen guten Vorschlag gemacht. Kann man das nicht auch online spielen? Kann man, ja, das geht. Vielleicht spielen wir es mal mit der Patreon-Steady-Runde, also ein Unterstützer. Ähm, da haben wir ja mal überlegt, da haben wir ja so einen Online-Stammtisch, wo man mit uns über Brettspiele quatschen kann, aber vielleicht zockt man auch mal das eine oder andere. Mhm. Vielleicht ist das was, ja. Ich habe das Gefühl, ich darf das nicht ausziehen, sonst gibt es hier Ehekrise beim Kanal. Ach, unsere Ehe meinst du? Ja, ja. ein bisschen Krise wäre Ich meine, klar, wenn es dir ja gar nicht gefällt, dann musst du es jetzt nicht behalten. Aber äh, du musst immer mit mehreren Leuten spielen. Also zu dritt brauchst du es nicht auf den Tisch bringen. Ja, du hast vier oder fünf Leute. Aber ja, da habe ich das ja schon mal von berichten. Fünf ist schon ganz gut eigentlich. Naja. Okay, pass auf, mir, auf. Ich nehme mein, mal auf. einen echten Kandidaten, ja? Okay. Der war ja eher nur ein bisschen, um dich zu ärgern. So. Alles, was <laughs> geht denn jetzt ab? <laughs> schon das nächste gute Spiel. Ja. Ist ein schönes Spiel, ist auch ein gutes Spiel. Ist sogar noch eingeschweißt, weil ich hatte halt damals Ex Exemplar, um Regelvideo zu machen. Das habe ich dann aber weitergegeben und dann kriegt man halt irgendwann, wenn es dann erscheint, äh, nochmal eins. Und seitdem ist es nicht mehr auf den Tisch gekommen, wie man sieht. Es ist in Folie. Also es gab keinen Anlass, keinen Grund, es nochmal auf den Tisch zu bringen. Und das ist dann manchmal irgendwo so ein Punkt, wo man sagt: Hm, es steht im Regal schon seit Ewigkeiten an dem Platz, unberührt, muss es dann nicht auch irgendwann gehen? Ja, das ist die interessante Frage. Da, da hast du natürlich recht. Ich bin ja auch ein großer Verfechter zu sagen, die Sachen müssen ja nicht nur im Regal stehen. Wenn man sie nicht spielt, dann müssen sie raus. Aber ich meine, die Erweiterungen, die jetzt gerade frisch rausgekommen sind, mhm. ist das nicht irgendwie nochmal ein Incentive zu sagen, komm, das probieren wir doch mal aus? Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so der Erweiterungstyp. Ne? In, also es gibt ein paar richtig coole Spiele, wo ich sage, jo, da probiere ich auch gerne die Erweiterung dann aus. Aber ich bin eher so ein Vanilla-Style. Ich esse auch beim Eis gerne Vanille. <laughs> Hm, schwierig. Also gern mal in die Kommentare, aber ähm, ich bin mir sicher, das wird auch dieses Jahr nicht mehr auf den Tisch kommen. Ich weiß nicht, in welcher Runde zu welchem Anlass, ehrlich gesagt. Auch wenn es ein hm. gutes Spiel ist. Ja, das Argument kann ich nachvollziehen. Also, ich habe das ja auch noch hier. Ich werde das definitiv nicht weggeben. Hm. Aber ja, ich sehe deinen Kritikpunkt oder, oder das Dilemma. Klar, warum hm. immer sich das Regal falsch stopfen, wenn es nicht auf den Tisch kommt. Ja. Komm. Also. So, so, so Leute, die mal so ein bisschen ähm, Lama gespielt haben oder so. Und da sagst du, komm, wir spielen jetzt mal ein anderes Brettspiel, dann kannst du mal gucken, wie schön ein Brettspiel sein kann und das auch nicht so anspruchsvoll ist, aber trotzdem ein bisschen was zu knobeln gibt. Jo, aber wann habe ich die Runde? Das ist so selten. Ich kann mich nicht erinnern, wann das in den letzten ein, zwei Jahren war. Okay, ist jetzt sowieso eine Sonnensituation, da passiert das nicht, aber schwierig, schwierig. Also es ist ein Ordentlicher Wackelkandidat eher weg, als dass er noch irgendwie ein bisschen eine Chance bekommt. Vielleicht für die Erweiterung. Deswegen. Ja, gut. Und das lahme Argument ist ja auch nicht so hilfreich. Ne? Da kannst du ja jedes Spiel vor vorsetzen ja. <laughs> und hast also dann mehr Begeisterung. Ähm, ich habe als nächstes was relativ Neues irgendwie noch äh, hier. Und zwar Mandala Stones. Ein abstraktes mhm. Spiel, bei dem wir ähm, ja, hier so Steinchen draften. Über einen ganz netten Mechanismus und die müssen wir in einer bestimmten Reihenfolge draften, damit wir sie auch auf eine bestimmte Art und Weise und einem bestimmten Timing wieder loswerden. Und das ist hübsch, das sieht gut aus. Also meine Tochter meinte zwar, wo sind da ein Mandala? Da äh, steht doch gar kein Mandala. Da musste ich äh, recht geben. Ist, weil Ich bin natürlich Mandala-Expertin. Äh, das ist tatsächlich richtig. Ähm, und der Grund, warum ich das wahrscheinlich nicht mehr allzu häufig auf den Tisch bringen werde, ist einfach der, dass ich halt andere abstrakte Spiele im Regal stehen habe, die ich halt lieber spielen würde. Also die ganzen Azuls. Ja, auch der, der, mhm. der neueste Azul. Summer Pavilion. Superspiel. Sagrada. Und so weiter und so fort. Da hätte ich jetzt eher Lust, wenn mich jemand fragen würde, hast du nicht irgendwas Schnelles, Abstraktes als das hier? Und deswegen glaube ich, da bin ich noch unentschlossen. Aber ich, ich, da, da ist halt die Tatsache einfach die, dass es zu viele Alternativen im Schrank gibt. Und wenn ich halt von einer Art des Spiels mehrere Varianten habe und das so das Schlusslicht ist, dann wird es halt wahrscheinlich auch nicht mehr gespielt werden. Ja. Also meine Empfehlung auch raus ähm, aus den Gründen, die du genannt hast. Also aus. wir fanden es ja auch okay. Es war gut, Ja, nicht gut. Es war so eine 3, befriedigend, ähm, war tat nicht weh, das zu spielen, aber war mir direkt klar, das wird kein Dauerbrenner. Deswegen kann eigentlich direkt wert. Alles klar, ist auf dem Auszugstapel. So, jetzt kommen ein zwei Spiele, da wird's peinlich. Ähm, dieses typisch, ich leg's mal zu, weil Leute meinten, ist cool, muss man gespielt haben, hat auch mega Bock drauf und dann liegt's im Schrank und man fragt sich irgendwann, ja kommt es irgendwann noch mal auf den Tisch oder nicht? So und das eine Spiel ist echt uralt. Ähm, haben aber so viele Leute mal abgefeiert mit, das muss man mal spielen, weil es so ein chaotisches, cooles Programmierspiel ist. Oh, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ja. <laughs> ja. Und dann, dann habe ich es mir natürlich zugelegt und guck die Anleitung links so, oh, das sind aber viele Seiten für mal äh, cool schnelles Programmierspiel. Und es ist nie auf den Tisch gekommen. Ich weiß auch nicht, wieso. Also, wenn du mich jetzt mich fragst, ob du es auf den Tisch bringen sollst, dann würde ich ja sogar fast sagen, lass die Schachtel zu und, und hau es weiter. Ich habe keine guten Erfahrungen mit Roborally gemacht. Und ich weiß, dass es halt diese eingeschworenen äh, Gruppen gibt. Ich habe da, hab das mal erlebt, da haben Leute so, so, so Riesenaufbauten gemacht, so mit mehreren Erweiterungen und mehreren Sets und so weiter und haben da acht Stunden Roborally gespielt. Es ist halt super frustrierend, wenn die Programmierung durch andere Spieler kaputt gemacht wird und du dir dann teil Super Plan gemacht hast und diese Roboter dann ständig irgendwo dagegen fahren oder sich wieder umdrehen und du nicht vom Fleck kommst. Deswegen, also, das war eines der ersten Programmierspiele, die ich gespielt habe und das hat mich so frustriert, dass ich lange Zeit gesagt habe, ich möchte mit diesem Mechanismus nichts mehr zu tun haben. Und da haben andere Sachen wie Cold Express und so erstmal wieder mein Vertrauen mhm. zurückgewinnen müssen. Also, ich kann es dir nicht empfehlen. Wenn, wenn du sagst, das, das soll raus, bitte. Okay, da vertraue ich deiner Meinung. Es tut aber so weh, Spiele, die man extra angeschafft hat, wenn man sie mal erleben wollte, und dann, boah, dann spielt man sie nicht einmal, ne? Traurig. Ja, aber bei denen würde ich tatsächlich sagen, das kann man sich sparen. Okay. Auch wenn du es jetzt aus. schon da hast. Achso. Ja. Und vielleicht kurz, mhm. äh, falls jetzt hier Leute kommentieren, uns E-Mails schreiben oder so weiter, ne? Ähm, was passiert mit den Dingern? Also Rätsel-Exemplare, die geben wir gerne an unsere Unterstützer weiter auf Patreon und Steady. Ähm, und nicht Rätsel-Exemplare, die verkaufen wir. Wobei ich da auch sagen würde, äh, die Liste mit einem kleinen Rabatt gibt es auch erstmal an die Unterstützer. Was da nicht weggeht, dann wahrscheinlich in der Brettspielwiese oder so. Äh, nee, hier in der Facebook-Gruppe Flohmarkt. So. Du bist, oder? Ähm, ich bin dran. Ich habe mhm. hier noch drei Sachen stehen, du? Ja, ja. Ich kann endlos weiterziehen. Also, ich glaube, das hier. Ähm da tut es mir auch fast schon irgendwie wieder Leid, weil das ist halt auch so ein Spiel, wo ich den die, die Idee halt so klasse fand ja, Wir müssen hier tauchen und wir haben hier irgendwie so eine total schöne äh, Unterwasserwelt, die aus so transparenten Folien entsteht und wir müssen dann so ein bisschen antizipieren, wie tief wir da runtergehen und was sich dann da was so zu finden ist. Es hat halt irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also äh, die, die Idee fand ich so mega gut und das, was dann irgendwie als Spielgefühl übrig geblieben ist, das hat mich irgendwie relativ kalt gelassen. Und es war echt ein Problem auch mit der Belichtung und so, dass, oder Beleuchtung, dass man irgendwie nicht so wirklich was davon gesehen hat. Also das ist tatsächlich eher so ein Spiel, wo ich sage, das ist auch schön für Fotos und um Leuten mal zu sagen, guck mal, das kann man auch machen mit Brettspielen. Aber irgendwie habe ich keine Lust mehr, das zu spielen. Weil du hast ja auch nicht so gute Erfahrungen damit gemacht, ne? Nee. Also du hast da ja, äh, glaube ich, ein paar Spiele, wo man gar nicht drüber diskutieren muss. Ist klar, dass das wegkommt. Also okay, äh, gut. War ein netter Gag, Auch. aber kein kein Ding, was man im Regal halten muss. Ja, mal einen Haken dahinter. Ist schon weg. Oh, äh, komm, ich mache noch mal ein Spiel der Fraktion mit. Will ich unbedingt haben? Will ich unbedingt spielen? Und dann, oh Gott, das hat 70 Seiten Anleitung. Ach du Scheiße. Äh, und dann kommt es irgendwie die ganze Zeit nicht auf den Tisch. Da tut es mir auch besonders leid, weil ich da auch den Aufruf gestartet hatte. Hey, wer hat das? Ich möchte das gerne äh, kaufen, weil es damals Kickstarter war und gerade nicht gab. Und da wirklich jemand so nett war und mir das dann verkauft hat und ich sag, so besten Dank. Und dann tut es halt besonders weh, wenn dann so ein Spiel nicht auf den Tisch kommt. What? So, Becky wird jetzt auch in die Kommentare schreiben. Ich will es super gern spielen, aber. Wenn ich es mit einem spiele, der hat es auch. Also, der meint auch schon, ich tu mir irgendwann die Regeln mal an, aber wir haben halt auch so viel anderen coolen Kram. Ich glaube, das ist so ein Spiel, da braucht man jemanden, der es drauf hat, der einen an die Hand nimmt und sagt: Komm, wir erleben das jetzt mal zusammen. So, Dann ist das absolut safe. Klar. Aber sich da selber reinzufuchsen, boah, das ist echt eine krasse Hürde. Das ist bei dem Pensum, was wir sonst zu so spielen, schwer machbar. Ne? Also, da bin ich jetzt sehr zwiegespalten. Ja, ich kann die Argumentation total verstehen. Und ich glaube, du wirst dich dann auch nie in diese 70 Seiten Anleitung da einarbeiten. Also wird es da noch drei Jahre rumstehen. Andererseits ist es ein Spiel, was auf meiner One-to-Play-Liste ganz weit oben steht. Ich will das unbedingt haben. Ich könnte dir das Angebot machen, du schickst es mir. Ich arbeite mich ein und dann nehme ich dich an der Hand und äh, bringe dich in diese Dungeon Degenerates Welt und wir entdecken sie gemeinsam. Ja, wie kann man denn da Nein sagen? So, da kommt wieder zurück, ne? Ja, kommt wieder zurück. Da habe ich echt total Bock drauf. <laughs> ähm, jetzt habe ich tatsächlich auch noch hier zwei Sachen, da bin ich sehr unsicher. Ähm, jetzt wird spannend. Und, ja, jetzt wird es ja, spannend. Also einmal gibt es hier Käse, mhm. Käse in der Lederhose, Kubitos. Das ist auch so ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, vom Konzept her mega cool. Ein äh, Würfelpool-Building-Spiel, äh, wo es quasi unterschiedlichste F Karten gibt, die, die man als Fähigkeiten diesen Würfeln zuordnen kann, sodass jede Partie komplett anders ist. Und wir haben eine Mischung aus einem ja, Würfelpool-Building-Spiel eben und einem, einem Wettrennen. Und ich habe es jetzt insgesamt viermal gespielt. Und alle vier Partien waren irgendwie unbefriedigend, mhm. äh, weil es irgendwie kein richtig knappes Rennen war. Und weil es immer auch so ein Gefummel ist, irgendwie mit diesen Würfeln. Irgendwie alles immer so verschieben. Ah, wo kommen die jetzt noch hin und die darüber und nein, die wieder neu würfeln und so. Aber ich habe halt in den Kommentaren bei uns und den Videos so oft gelesen von Leuten, die sagen, hey, bei uns war es voll knapp. Und wir haben irgendwie die und die Kombination gemacht. Und es war richtig cool und es hat total viel Spaß gemacht. Und ich würde halt auch gerne einfach dieses Erlebnis haben. Ich möchte auch gerne irgendwie so eine richtig coole Partie Kubitos mal spielen. Und deswegen mhm. weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich damit machen soll. Soll ich dem noch eine, eine weitere Chance geben oder soll es raus? Schwierig. Also, ich glaube, ich würde es bei mir nicht behalten, ehrlich gesagt. Ähm, wir fanden es ja auch ganz nett. Flo hat es deutlich besser gefallen als den anderen. Und äh, bei mir war es so, ja, ich kann es mitspielen, muss aber nicht. Deswegen, oh, bei mir würde es direkt rausfliegen, glaube ich. Ich bin da rigoroser, ich brauche Platz und. Äh, ja. ja, ich, ich, ich lege es mal hier in die Mitte. Also, ich bin da echt immer noch, könnt ihr aber in die Kommentare schreiben, irgendwie. Äh, vielleicht noch mal irgendwie so ein kleines Stimmungsbild. Kann das was? Oder kann es nichts? Also ich habe irgendwie bis jetzt immer gedacht, nee, das kann halt nicht so viel, wie ich ja. gerne hätte, dass es kann. Ja. Ich, ich finde ja dieses die Würfeln mit vielen Würfeln und dann geht's vor allem um viele Leerseiten und man versucht nicht die Blanks zu würfeln. Ne? Das fand ich so insgesamt ganz interessant, obwohl dieser Kreislauf immer ein bisschen schwer zu verstehen war. Ich weiß nicht, ob das Rennspiel dazu so eine gute Idee war. Ich könnte mir das vorstellen in anderen Kombination vielleicht, äh, dass das da mehr Gag hat. Und dann muss es vielleicht auch nicht so ein aufgeklärtes Kennerspiel sein, sondern eher mehr für Richtung Familienspiel. Ja, aber dann gibt es ja auch andere Spiele, also was wie Quarius oder Marvel Dice Masters oder so habe ich ja auch Pool-Building mit Würfeln, aber da habe ich irgendwie mehr Gefühl, das Gefühl, dass das auch wirklich was bringt, was ich mhm. mir da drafte. Mhm. So, oh, jetzt wird's, oh, jetzt wird's spannend, weil das ein ziemlich cooles Spiel ist, aber das gleiche Problem hat, super lang nicht mehr vom Tisch gekommen. Uh. Ernsthaft? So, das ist, das ist, das wackelt von links nach rechts. Ja, Klong. Deckbauspiel, wo wir äh, in, 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 in einen Verlies einbrechen, möglichst tief buddeln wollen, um schöne Schätze zu sammeln, aber einen gewissen Pushy-Luck-Element da drin, da drin haben. Weil wir mit dem Feuer spielen ein Drache, der wacht so langsam auf und äh, wenn wir es nicht rechtzeitig wieder zurückschaffen, dann haben wir gar nichts gewonnen. Und das finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Ding. Aber ich muss ehrlich sagen, seitdem ich das Spiel habe, ist es bestimmt seit zwei Jahren nicht mehr gespielt oder so gefühlt oder einhalb. Deswegen ist so ein Punkt, wo ich denke, okay, wann kommt es wieder auf den Tisch? Ich weiß es nicht. Ähm, das ist natürlich jetzt so ein vielleicht ein grundsätzliches Problem bei uns, dass wir einfach immer nur zu viel neuen Kram spielen und das, was wirklich im Regal kleben bleibt, gar nicht so viel ist. Das ist bei mir zumindest. Und der wackelt halt gerade auch an dieser Stelle. Ich sage, oh, so lange nicht mehr auf den Tisch gekommen, brauche ich es denn noch? Ich wüsste aber ja. nicht, welches Spiel es gerade ersetzt. Das kommt eben dazu. Das Spiel ist halt einfach richtig gut. Ne? Also, mhm. witzigerweise habe ich auch, ich habe, ich sage immer Clank, ich finde das deutsche Wort irgendwie doof. Äh, ich habe Clank als Original, was du da stehen hast, habe ich zu Hause und Clank Legacy. Aber die letzten drei Male, als ich das gespielt habe, war es immer Clank in Space bei irgendjemand mhm. anderem mit einer anderen Kopie. Ich weiß auch nicht warum. Äh, fand ich irgendwie noch cooler als das Fantasy-Setting. Aber das würde ich tatsächlich nicht hergeben, weil ich das mhm. sehr, sehr gerne mag. Also, gerade dieses. Dieses Game of Chicken, wer dreht zuerst um und setzt die anderen unter Druck? Ich habe auch mit Leuten schon gespielt, die haben gesagt, boah, das ist gar nicht meins. Ich habe mich hier versucht, auf diese Strategie einzulassen. Jetzt, jetzt läufst du da zurück und setzt mich unter Druck. Das geht gar nicht. Ich fand das super. Ähm, deswegen, also ich würde empfehlen, behalt's da. Da gibt es ja auch mehrere Erweiterungen. Ich habe zum Beispiel diese Unterwasserwelt-Erweiterung da mal mit, mit dem Original-Clank gespielt. Das war auch eine ziemlich coole Sache. Da musst du dann auch so durch so bestimmte Stellen tauchen und so. Also du könntest ja da die andere Route gehen und statt quasi das wegzuhauen, dir noch eine Erweiterung zu dem Spiel kaufen, damit du einen Grund hast, das nochmal zu spielen. Damit ich noch mehr habe, dass ich nicht spiele. Ja, also ich bin, jetzt wo du gerade drüber redest, habe ich nochmal Bock, es auf jeden Fall auf den Tisch zu bekommen, weil ich auch so einer der Agro-Spieler bin, der gerne rusht und die anderen nervt und äh, früh wieder rausrenne, um zu gucken, um dann zu schauen, wer verreckt und wer schafft es. Das finde ich immer besonders witzig. Ähm. Schwierig. Ich glaube, ich gebe ihm noch mal eine Chance. Also Mach wenn das. wir in drei vier Monaten noch mal vielleicht über äh, Spiele reden in so einer Folge, vielleicht taucht es wieder auf. Mal gucken. Wobei drei vier Monate echt unfair ist, ne? Ich glaube, dem Spiel muss man noch mal mehr Zeit geben. Ja, du solltest es halt dann wieder auf den Tisch bringen. Also hier noch mal in so einem Format vorstellen, wenn du es wirklich noch mal gespielt hast. Ja, ja. Weil sonst bist du in der gleichen Situation wie vorher. Ja, das stimmt. So, das nächste, das fällt mir jetzt irgendwie auch ganz schwer. Ähm, ich es mal her. Das ist eine schöne Uhr drauf. Das Cover sieht geil aus. Das Konzept ist auch cool. <laughs> Pendelung. So, wo stellst du nur Spiele hin, wo da eh klar ist, dass die wegkommen? Das ist überhaupt nicht klar. Und Echt? zwar ist es aus mehreren Gründen irgendwie nicht klar. Erstens, weil ich alle Stonemeyer-Games spiele hier mhm. habe und das halt ein Loch reinreißen würde in dieser kompletten Kollektion an Stonemeyer-Spielen. Das zweite ist, dass ich immer noch nicht glauben kann, dass mir das Spiel keinen Spaß gemacht hat, mhm. weil ich. Ähm, ich finde das Konzept so mega cool. So ein Echtzeit-Worker-Placement-Spiel. Mhm. Aber es hat halt einfach keine Freude gemacht. Ich glaube, du warst ja sogar noch angetaner als ich, als wir diese ja. Review gemacht haben letztes Jahr, hast du das ja noch eher verteidigt und ich so, nee, Alter, das, das war nicht so gut, wie wir irgendwie erhofft haben. Und jetzt ist es halt so, dass ich mit dann doch von wegen, ach, das spiele ich noch zwei, drei, vier Mal. Und dann gucken guck mal, ob das irgendwie immer so ist oder ob das nicht doch was kann. Und jetzt habe ich eben halt, als wir uns heute gedacht haben, wir machen dieses Video, bin ich durchs Regal gegangen, dachte mir so, ja, ich habe mir das vorgenommen, aber gespielt habe ich es nicht mehr. Also, das ist genau das gleiche Ding. Ich glaube, dass es in einem Jahr immer noch ungespielt im Stand stehen wird. Ja, das Traurige ist, das ist auf jeden Fall das Regelvideo, glaube ich, mit den wenigsten Klicks. Hat <laughs> trotzdem gut Arbeit. Das tut besonders viel weh bei so einem Spiel. Ähm, ich fand es ja vom Ansatz fand ich es mega faszinierend. Und ich glaube immer noch, hätte man da so ein bisschen anderes Worker Placement drunter gepackt, wäre das noch interessanter angekommen und hätte noch mehr, hätte mehr Spaß gemacht an der Stelle. Ähm. Wo du jetzt gerade drüber redest, ich würde es gerne nochmal ausprobieren, glaube ich. Du? Wie du sagst, um zu gucken, ähm, kann es bestehen ohne diese ganzen Erwartungen, die man damals hatte. Das war, glaube ich, das große Problem bei diesem Spiel, dass man so unglaublich hohe Erwartungen hatte, weil es auch hieß, oh, das bestbewerteste Playtesting-Ding ever, was der jeder hatte, und das muss ja mega knaller sein. Und dann waren alle irgendwie ratlos äh, da zurückgelassen. Ne? Hm. Mein Problem ist halt auch, dass quasi in den Runden, in denen ich es gespielt habe, ich noch derjenige war, der am begeistertsten war. Und ich war ja, ja schon nicht begeistert. Ja. Aber all die Leute, bei denen ich, die ich jetzt anfragen würde, hast du nicht Bock, das nochmal zu spielen? Die sagen alle sofort: No way, geh mir weg ja. mit dem Zeug, das mache ich nicht. Das ist halt auch nochmal so ein Grund. Wenn ich jetzt der Einzige wäre, der sagen würde, ah, ich bin nicht so sicher, aber alle anderen sind Feuer und Flamme, dann findest du ja auch jemand, mit dem du es nochmal ausprobieren kannst. Aber wenn ich jetzt Leute zwingen muss, es mit mir zu spielen, die auch keinen Bock drauf haben, dann weiß ich, dass mich das definitiv nicht nochmal überzeugen wird. Mhm. Ehrlich gesagt, bei mir liegt es da auch auf dem äh, Tschüss-Stapel. Ja. Ich tue es mal auch mal in die Mitte. Ich bin echt immer noch unsicher. Also vielleicht könnt ihr auch da mir noch mal ein bisschen helfen, irgendwie in den Kommentaren, was ich damit machen soll. was es das Antwort sein wird. <laughs> die Sache ist halt auch die, ich bin ja eigentlich irgendwie ein großer Vertreter von, behaltet doch nur die Sachen, die ihr wirklich gut findet mhm. ähm, und, und sammelt nicht. Aber mhm. da bin ich tatsächlich auch auf dem Trip, wo ich sage, naja, aber irgendwie habe ich jetzt von dem Verlag irgendwie alles und das sieht irgendwie auch total schön aus im Regal. Will ich das jetzt wirklich raushauen. Ja. So, der letzte Titel bei mir. Der wird echt mega schwierig und ähm, da werden sich jetzt auch wahrscheinlich alle wundern. Und es tut mir auch ein bisschen weh, darüber zu reden, aber. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Oh mein Gott, warum stellt der Nemesis dahin? Ich hatte damit sehr, sehr coole Erlebnisse. Ähm, jetzt aber nach, boah, ich weiß nicht, wie viel der Partie es ist, ähm, hatten wir letztens ja nochmal äh, an einem Tag, Geburtstag von meinem Bruder. Zwei Partien hintereinander. Und ich habe die Befürchtung, erst die Hypothese, dass Nemesis Lockdown das Spiel ersetzen wird. Und zwar war es bis jetzt in jeder Partie so: wir haben immer die semi-kooperative Variante gespielt, wobei ich sagen muss, die spielen wir nicht kooperativ, die ist eigentlich immer nur gegeneinander. Also dieses Ja, wir müssen ein bisschen zusammenarbeiten und wir arbeiten auch zusammen und wir vertrauen uns dabei nicht, das kommt dabei so gut wie nie durch, weil wirklich jeder gefühlt sein eigenes Ding da macht. Plus, dieser Aspekt mit, ja, wir haben hinten die Triebwerke und morgen vorne das Cockpit. Und ähm, wir müssen da das beide ein bisschen einstellen. Und ähm, man weiß nie, stellt da jemand was richtig ein oder nicht. Das, das spielt bei uns so gut wie nie jemand. Alle verlassen sich auf die Rettungskapseln. Und da ist dann nur ein Rennen darum, wer als erstes in den Kapseln ist und abhaut. Das heißt, das hat so ein paar Elemente, wo ich denke, das hätte noch besser sein können. Vor allem die Größe des Spielplans. Ich habe immer das Gefühl, wenn das Ding ein bisschen kleiner ist, dann ist das Ding noch spannender. Weil wenn ich an dem Start der Partie anfange in eine Ecke zu rennen, dann ist es völlig ausgeschlossen, dass ich im Laufe der Partie nochmal komplett ans andere Ende gehe oder so. Da macht man extrem wenig Bewegung in diesem Ding, was ja auch sehr realistisch ist, aber so spielmechanisch, hm, ist es dann doch eher ein Rumstolpern, so ein bisschen, sage ich mal. Ne? Wobei es immer äh, total faszinierende Erlebnisse sind. Das ist so eine, so eine kleine Hassliebe. Also überhaupt nicht Hass, aber. Trotzdem so eine, so, eine, so eine Liebe mit ein bisschen blauen Flecken dabei kann auch Spaß machen. Ne? Ähm, und ich befürchte einfach, dass Nemesis Lockdown diese Fehler ausmerzen wird und das Spiel dann obsolet wird bei mir im Schrank. Ähm, man kann natürlich jetzt darauf warten, aber äh, gerade geht das natürlich für mehr weg, als wenn das dann später jeder macht, weil jeder feststellt, Nemesis Lockdown ist das bessere Spiel. Ist natürlich dumm jetzt in so einem Format darüber zu reden, aber Hypothese. Ne? Ich habe da auch schon Fehler gemacht. Ich habe Twilight Imperium dritte Edition verkauft. Äh, bevor die vierte rauskam, weil ich dachte, die spielt ja dann keiner mehr oder will keiner mehr, mich dann geärgert, dass die für mir viel mehr weggegangen ist, weil die jeder noch haben wollte. Ja. ja du bist total crazy, ohne Schmarrn. Also ich habe, ich war letzte Woche zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder im äh, hiesigen Münchner Brettspielladen. Es war so schön, endlich wieder umgeben von Brettspielen. Und ich komme zur Tür rein und was liegt da? Ein großer Stapel Excavation Earth, ein großer Stapel Dune äh, Imperium. Und ein großer Stapel Nemesis, gerade wieder frisch reingekommen. Und ohne Schmarrn, ich bin da vorbeigelaufen, hatte diesen Kubus kurz in der Hand und dachte mir, es ist egal, dass da eine dreistellige Summe steht. Irgendwie brauche ich das, glaube ich, auch. Äh, ich weiß, dass ich das nicht häufig spielen werde, aber das ist ein also so gutes Spiel und so thematisch. Ich will das unbedingt haben. Ja. Äh, und jetzt kommst du daher und sagst so, ehrlich, vorausschauend, ich glaube, dass der Nachfolger besser wird. Irgendwie, ich hau's dann jetzt raus, wo es noch heiß ist, als dass ich dann hinterher irgendwie verramschen muss. Also, das kannst du eigentlich nicht machen. Also, da, da blutet doch das Herz, oder erstmal ohne Schmarrn. Das ist so ein schönes und gutes Spiel. Klar hat es auch seine Schwächen. Aber das ist halt einzigartig für das Genre und das Thema und was es irgendwie, was es macht. Da gibt es doch kein anderes Spiel, was besser ist, oder? Ja. Also, es ist schon ein cooles Erlebnis, ne? Manchmal wünsche ich mir, dass es halt spielerisch noch ein Tick interessanter ist. Ja. Ähm, ich traue mich gar nicht zu sagen, dass das Ding auch bemalt ist, ne? Das ist ja wahrscheinlich mal das absolute No-Go. Du, du bist völlig wahnsinnig. <laughs> also, ich meine, das, 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 entweder stellst du das jetzt ins Regal zurück oder das packst du in die Schachtel mit Dungeon Degenerates und wir verhandeln noch mal über den Preis. Ja. Aber das kannst du doch nicht machen. Also, du hast du die selber bemalt oder bemalen lassen? Bemalen lassen, ja. Also, das ist der Punkt, wo wir die Folge wahrscheinlich jetzt beenden müssen und äh, ihr noch kurz in die Kommentare schreibt, was eure Spiele sind, wo ihr sagt, boah, die wackeln aber ganz heftig. So, ja, das haben wir jetzt wahrscheinlich Robin zurück, so ne? mit. Bring nichts, Robin, so ein Crusoe mit. <laughs> das ist der einzige Schocker, den man noch draufsetzen kann. Ja, tust mein mal ins Regal zurückkommen. Alles klar. Also, danke euch fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Ciao.